Hey ho, liebe Wolfsbrudis und herzlich willkommen zurück zu Tales of Berseria. Im letzten Part haben wir uns mal noch einen Rücht vorbereitet auf den Sturm, der uns hier wohl erwarten wird. Bin ich echt mal gespannt. Was ist denn hier? Okay, hier dürfen wir surfen. Okay, nice. Was erwartet es denn hier in der Mitte? Sawaguna, tada no yuge da. そうか。ヒララウス火山の地熱が氷河の底を溶かしてるんだな。なるほどなるほど。熱気と冷たさが無駄にせめぎ合っておるわけじゃな。誰かさんのように人のことより自分の足元に気をつけなさい。足元？そうか。この氷の下は。そう。100度の熱湯よ。やっぱり。何を冷静に。落ちたら死ぬんじゃぞ。 でしょうね。落ちなければ死なん。死神のくせにポジティブな。どうでもいいんじゃないのか、マギル。あ、どうでもいいわい。昭和な仲間に何と言われようがな。Hey, Würfel sehen schon cool aus. Aber wenn man nicht kämpfen muss, ist auch sehr angenehm. Da ist noch eine Pflanze. Sehr schön. Geh mal auf jeden Fall erstmal den Weg. Weil da oben geht's irgendwo lang und hier geht's wieder zurück. Hä? Ah, da kommen wir wahrscheinlich noch auf die letzten beiden Truhen, die wir gesehen haben auf der Map. Oder was ist hier oben? Eine Truhe ist hier und ein. Zwei Truhen sind hier. Nice. Einer der besonderen Gegner. Oh. Trienmontur. Sehr schön. Und noch eine Katztruhe. Okay. Brauche auch 335. Soll ich mal aufschreiben? Eberg. Berg Eisfeld. Mal was anderes, falls ihr gerade nichts zum Gucken habt oder serientechnisch. Ich habe demnächst auf Amazon Prime mir die Serie Teen Wolf angefangen zu gucken. Und ich muss sagen, die hat mir doch extrem gut gefallen. Also, Alter, es ging alles Widerstand. Aber fast keine KP, okay. Was soll ich denn besiegen? Amorph ist Schwäche, hat es keine, widersteht alles. Hilfe für B. Haha. Beute wissen wir nicht. Lernkanone. Okay, wie soll man gegen den vorgehen? Er fixiert auf jeden Fall alles. Testen wir mal was? Ich hab keine Ahnung, wie die funktionieren sollen. Irgendwas Objekten, die uns helfen können? Dass ich wüsste. Das ist der Furia Morph Panzer. Ich glaube, hier gerade nicht mehr besiegen können. Artis, haben wir irgendwas, was bringen könnte?
Wir haben ja eigentlich nur Amorph, Schattenfluss. Das ist auch nix. Boah. Glaube ich auch alles nix. Ach, ablegen kann ich es auch nicht. Und fliehen? Ja, fliehen kann man. Interessant. Eine Expedition ist zurück. Nichts Besonderes gefunden, okay. Aha. Wie soll man die denn besiegen? Zeigt mal. Da gibt uns ja manchmal Tipps. Würde mich jetzt nur interessieren. Ach, wollte ich jetzt nicht. Nein. なら、モアナが聞いてあげるよ。誰にも言わないから大丈夫。モアナ口が固いって巷で評判だし。じゃあ、聞いてもらおうかしら。どうぞ。ご遠慮なく。ベルベットたちは最後の戦いに出かけたの。その戦いはモアナにとっても私にとっても世界にとってもすごく大事なことなの。どれくらい大事？ わからないくらいすごくよ。戦いの結果も、その先にどうなるかも、今はわからないの。それは困るね。そう。だから、どんなことになっても、モアナが無事でいられるよう、神様にお祈りしようと思ったんだけど、それは変だなって。なんで？私の神様は、お祈りをする人の気持ちを消してしまう神様だったから。変な神様だね。 お祈りする人がいなくなったら神様も寂しいと思うけど。そうよね。私もそう思うわ。なんかわかった。メリサはすっごく大変なことが起こりそうなのに、頼れる人がいなくて心配なんだね。安心して。モアナはメリサのそばにいるから。それにダイルやオルとトロスも、あとクワブトもいるし。メリサは一人じゃないよ。 子供と、トカゲと動物じゃ、頼りにならないかな。神様より、ずっとずっと頼りになるわ。ありがとう、モアナ。神様よりは言い過ぎだよ。でも、モアナが危ない時は、きっとお母さんが助けに来てくれるから。それは絶対だから。安心してね。お母さんは、 必ずモアナを助けるわ。うん？絶対。モアナ、メディさん、何かモアナたちを救う方法があるはず。わからないわ。私には、私が何とかしなきゃ。モアナのために。Ja, gut. So, hier, dir wollte ich reden. Da. Sagst ja gar nichts. Okay, er sagt nur, ja, super. Bin ich echt mal gespannt, wie man den besiegen muss. Okay. So. Das heißt, jetzt wieder voller Story-Fokus. Aber so, ich dachte echt, das erste Mal vorhin ist, wenn ich von dran gespeichert habe. Das hat mich schon geärgert. Wie konnten wir entkommen? Auch echt gerne gemacht, so ist es nicht, aber... これが火の夜なんだね。不思議な光景よね。うん。なんかす
すごい。あ、火の夜を喜んでるわけじゃないよ。ラフィーやセリカ姉さんのことなら気にしなくていいわ。どうしてあの月はあんなに赤いんだろうって思ってただけだから。火色の月はこの世とあの世をつなぐもんとか人間の罪の証と言われているんですよ。罪の証か。悪人が流した血を月が吸い上げてるのかもしれんな。 随分と猟奇的じゃのう。しみじみと怖いこと言わないでくださいよ。火の夜はある周期で満月が特別な位置を取るたびに起こる。大地と月が引き合い、地脈の力が空に溢れ出るせいで赤く染まって見えるんだ。そう。そして、その異常な力場だけが聖種に通じる特殊な霊力条件を満たすと言われておる。だから、 火の夜に儀式を行うんだね。ただ、人の世は流血の歴史、惨劇によって流された血は、すべて記憶として地脈に染み込んでいる。そういう意味では、月が血を吸い上げているという表現も、あながち間違いじゃないかもしれんな。おお、俺の妄想が合ってた。はしゃがないでください。そう思うと、悲しい色だね。 So, ne? Ey, das war jetzt unfair. Ich hatte meine Hand gerade nicht am Controller. Und ich darf dann jetzt drauf reagieren. Ich wollte noch so schön was sagen zur scharlachroten Nacht. Wir haben ja auch schon welche auf unserer echten Welt gehabt. Ja, geht. Hallo? Darf ich auch mal? Vorhin habe ich schon das Wichtigste wieder vergessen. Sollte der nochmal Gidu raus reinnehmen ins Team. Manchmal vergesse ich sowas eben. So, zack, zack. Opas Fragment, ja gut. Brauchen wir jetzt nicht mehr so. Das haben wir eigentlich noch nie alles gebraucht, weil ich ja kaum aufgewertet habe, was eigentlich schade ist. Das müsste jetzt der Berg sein. Lebensquelle. Dürfen wir schon nicht mehr surfen. Was schade ist. Das ist auf der Seite noch eine goldene Truhe. Jetzt frage ich mich nur, ob wir hier noch angegriffen werden direkt. Weil es jetzt so offenes Feld ist. Oder Busrosenschärpe. Wie sieht es denn aus? Schärpen. Okay. Zwei Stück, die Rosenblütenscherben. Aber der Tobasgürtel ist um einiges praktischer. Ich weiß auch nicht, ob ich das Ganze dann nochmal eine Trainingseinheit reinlege oder nicht. Das kann ich gar nicht versprechen. Oh. そろそろ火山が爆発した時の回避策を話してくれてもいいんじゃぞ。策なんてないわよ。なんじゃと。それでは四聖種が起きても全滅するじゃろうが。私は死なないわ。お主は平気でもわしらが死ぬわい。大丈夫よ。あんたたちなら。爽やかな顔で無責任発言すな。多分火山は爆発しないと思う。 火山にある地脈融点を利用して地脈に魂を流し込むだけだから火山の活動そのものには大きな影響は出ないんじゃないかな。なんじゃ、それなら一安心じゃのう。だが太古の時代より四聖種の覚醒時には大きな地殻変動があったと言われている。強引な覚醒に聖種が切れて火山を爆発させる可能性は否定できんぞ。 ダメじゃろうが。ダメじゃないよ、僕たちなら。火山が爆発したって、なんとかしてみせる。<笑>ベルベットに似てきたな。頼もしい反面、心配ですけど。<笑>こりゃ遺言を書いておいた方がよさそうじゃな。アイゼン、ペンと紙はあるかの？悪いが使用中だ。ぐぬぬ。小芝居はもういいわよ。 どうせ全部知ってて言ってるんでしょ。なんじゃ、バレてたかい。当然でしょ。だってあんた
遺言残す相手なんていないし。うふ。今のは地味に傷ついたぞえ。 Ja, wo es so recht hat, hat sie ja recht, ne? Ja, was bist du denn für ein schnelles Ding? Okay, sieht auf jeden Fall irgendwie schon fast steril hier drin aus. Die ganzen Kristalle. Vor allen Dingen, dass sie keiner versucht, die Kristalle mitzunehmen. Die ist doch bestimmt was wert. Voll. Manchmal kommt mir so vor, dass die Seelen mehr wert sind. Manchmal kriege ich gar nicht mit, wer weiß nur, dass wir wenig Seelen hat und plötzlich haben wir wieder 200. Aber wird wohl trotzdem nur immer eine Seele sein. Außer euch ist es schon mal aufgefallen, dass es mal mehr sind. Ups. Ja, eine besitzen wir. Ne, wartet. Mit haben wir 99. Nicht, dass wir es brauchen würden. Wir haben einen effektiven Weg gefunden, wie man Geld. Was? Ja. Man Geld farmen kann. Da wir nichts aufwerten, großartig, müssten wir eigentlich genug haben, die jeweilige Waffe auf Maximum zu bringen. Falls wir das dann wollen würden. Ja, aber ich glaube, hier wäre so ein richtig praktischer Trainingsort. Wenn wir trainieren würden, aber. Wenn ich das wieder in einem Livestream machen würde, kann es sogar sein, dass es gar nicht vorkommen wird. Großartig. Hoffen wir, dass die komische Schlange uns oder was es sein soll, uns nicht sieht, weil die sind schnell und könnten uns erwischen. Ach, irgendwie mag ich aber auch gerade diese Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal, weil wir wissen, dass da gleich viel passieren wird. Wir wissen auch, dass wir dann das Geoboard bekommen. 100 Füßler. Da war es auf jeden Fall gut betäubt gerade eben. Also irgendwie läuft der Kampf gerade extraordinär gut. Ja, hier könnte man trainieren mit 2000 Erfahrungspunkte. Habe ich aber gar nicht auf den Rang geachtet. Rüberjumpen bringt uns jetzt halt nichts. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt großartig zurückkehren werden. Je, wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie viele Wege hier wieder sind. Froh, dass wir. Finde ich schade, dass wir noch nicht surfen können. Aber bin ich auch wieder froh, dass wir eine Karte haben. Weil es dann nicht in jedem Spiel unbedingt. Praktische Karte. Dazu könnte man darüber jumpen. Halt noch nicht können. Ich bin vorstellen, dass wir vielleicht ein Zeitlimit haben, zurückzurennen. Wäre das sogar gut vorstellbar. Zeitlimit so und so schnell durch und wenn wir halt drüber jumpen können, haben wir einen riesen Vorteil. Macht eigentlich so komische Geräusche. So, wie so kleine Kinder. Vielleicht waren das ja mal kleine Kinder oder sind vielleicht kleine Kinder. Keine Kinder haben dürfen. Wäre ja doch nur gerecht. Boah. Das ist ja. Wäre, also ich fühle gerade so mit der Gruppe so ein kleines bisschen mit, so das ist richtig so eine Anspannung. Verdammt, pfuh, Glück gehabt. So, zu wissen, jetzt laufen wir gerade den Berg hier hoch. Da oben werden mindestens zwei in der Abtei warten: Melchior und Shiguro. Oder Shigure. Und ja, vielleicht ist da auch der Illuminat, vielleicht ist da auch Artorius. Wir wissen es noch nicht. Aber. Jeweils könnte ich mir gut vorstellen, dass da halt wirklich die letzte Endfight stattfinden wird. Ja, toll. Wo es wahrscheinlich am Thron sein wird, da wo ein Illuminat am stärksten ist. Kann ich, und danach
möchte jetzt nur die anderen beiden platt gemacht werden. Könnte ich mir das zumindest vorstellen. Und hat jemand was gemaxt? Und zwar Luffy, glaube ich. Ah, du hast die Schokoladenfigur. Lerngeschwindigkeit, alles. Da, die Geisterstunde. Warum auch nicht? So, Lerngeschwindigkeit zu erhöhen ist. Finde ich, lernt man leider erst sehr spät im Spiel. シグレとの戦い。もうすぐだね。お、いよいよだな。こんな時だが、ライフセット。お前に聞いておきたいことがあるんだが。いいよ。何でも聞いて。お前なら、そう言ってくれると思ったよ。で、メイルシオのフロアどうだった？は？ベルベットと一緒に風呂に入ったんだろ？ ここだけの話で感想を教えてくれよ。何を言ってるんだよ、六郎。その、ここだけの話、俺も混ぜてもらおうか。アイゼンまで？恥ずかしがることはない。人生には、幾度か覚悟を決めねばならない時が来る。お前の覚悟の成果を確認したいだけだ。そうそう、確認だ。もう！ 一緒になんて入ってないってば。なんだよ、もったいない。大人になったら無理なんだから言っておくべきだったのに。だからだよ、僕はベルベットに子供扱いされるのは嫌なんだ。<笑>そうか。<笑>確認できたな。ああ、もう俺が守ってやる必要はなさそうだ。二人とも なんで笑ったの？嬉しいからさ。お前の成長がな。意味わかんないよ。からかうならもう話さないからね。すまんすまん。だが、笑ったおかげで肩の力が抜けたよ。ろくろ、緊張してたの？自分もびっくりだがな。だが、これでいつもの俺で戦える。ありがとよ、ライフセット。どういたしまして。次はお前が覚悟を見せる番だな。おう、ライフセット、アイゼン、俺の覚悟しっかり見届けてくれよ。Okay. Ja, so lachen ist immer sehr gut für die Seele. シグレはどう出ると思う？小細工なんかしないさ。あいつは正面で待ち構えてるはずだ。Scheint ein sehr netter und auch ein ehrenvoller Schwertkämpfer zu sein. Dann sind Henkerin, sammeln sich hier schon. Gott, das war schon fast knapp. Bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt auf Shigoro treffen werden, direkt. Ganz ehrlich, es sieht danach aus. Und ich würde den Part am liebsten beenden, aber nein. Und hier ist es bis jetzt so warm gerade. Eben noch draußen Schnee und jetzt haben wir hier dickste Lava. Lava, Lava. Echt krass. Ist er da? Sehen wir ihn schon? Jemand. Sitzt jemand? Ja, er war auf uns. Haben wir noch vielleicht One-on-One? Ah, mit der Katze. Die aus wie die Rollo aus Tales of Celindia. Stimmt. Ui, ui.大したやつだ。自分を刀に仕上がるとはな。ああ、その刃は黒金の数百年そのものだ。黒金セーランか。面白い。今はまだ黒金だ。セーランとはゴーランを制する刀の名。
Na, zumindest sind sie ehrlich zueinander. Nett. Das Ehre steht bei ihm noch ganz groß. Kiotskete. Osoraku. Koizu mo Kamui o tsukau wa. Kamui da? Tanin no chikara o kariru shimi ya ne yo. Taimashi ga yo yuu wa. Neko seirei no chikara o karitoru jaro ga. Karite ne yo, baka. So yo. Nyaku ni atashi wa. 頼まれてシグレの霊力を抑え込んでいるのよ。抑え込む？って、まさか。おうよ、修行のためさ。最初は指一本動かすにも苦労したが。ムルジム、枷を外せ。 これが人間の力だと。猫をかぶせておったか。人間やりゃできるんだよ。対アルトリウス用のとっておきだ。さすがだぜ。六郎、悪いけど手を出すわよ。そうだ、全員でかかってこい。正々堂々なんて抜かせるほど俺の剣は甘かねえぞ。 Cool. Auf jeden Fall spannend. Schwäche Feuer. Und Rico Rukaru ist Feuer. Okay. Okay. Dann möchte einer gleich mal hier anfangen. So, Rukaru muss gleich mal zeigen, was er drauf hat. どこにいても同じだ。ランガトゥ。めっちゃ。俺の一撃を止めるか。こっからだぜ。Cool。違うな。俺もだ。Das ist ja mal interessant jetzt. Das Schwert ist nicht gleich zerbrochen. Okay, das könnte gleich episch werden nach dem Fight. Aber ich gehe davon aus, dass danach noch One-on-One haben werden. Hey, jetzt renn doch nicht weg. Okay, er hält auf jeden Fall viel aus. Eigentlich wollte ich die andere machen, aber halt nicht. Warum mische ich jetzt Elenor ein? Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Super. Kann Elenor mittlerweile nicht schon eine Art zu wiederbeleben? Hat nicht mehr sicher Leben. Ja, gut, Elenor, so wird es aber nix. Ah doch, jetzt wird es was. Aber es dauert schon lange.
Schmeiß ich halt Magilo raus. Ah, wir können nicht geheilt werden. So, ein Heilmittel? Ja. Auf das werde ich mal ein bisschen Heilung. Okay. たいしたもんだな、お前ら。感心するのは早い。まだ俺の剣を見せていない。お前の剣。そりゃ休んでる場合じゃねえな。しぐれ。手を出すんじゃねえぞ、ムルジム。 六郎、この人まだ力を分かっている。こいつはシグレランゲスだからな。二刀でいいのか。確かめてみろ。命をかけて。そっちもな。<笑><笑> しぐれランゲツに勝つために鍛え上げた技だ。やるじゃねえか。黒金への花向けだ。ゴーランを持ってけ。あとな、この猫は見逃してやってくれ。しぐれ。 しぐれ、あの上位打ちは。どの道を恩で出てたさ。飼い犬暮らしにうんざりしてたんだ。バカ野郎、小難しいこと考えんな。切れたら嬉しい、切れなきゃ悔しい。 切られれば死ぬ。そんだけのことだ。剣は単純で、だから面白い。ああ、面白いな。<笑>いい悪い顔だ。アルトリウスの石頭も。 そんな風に笑えばいいのによ。そうか、ベルベット。いいのね。いいさ、兄貴は俺が切った。
3 Klingen, also Zorro-Style. Oh, 30.000 Erfahrungspunkte. Nice. 戻っても構わない. Titel: Letzter Samurai. Oh, der gefällt mir allein vom Namen her. Letzter Samurai. Maximale SA plus 1. Den finde ich cool. The Last Samurai. Noch etwas, was Fokus wiederherstellt? Nee, ne? Das habe ich nicht gesehen, dass wir so einen Titel auch besitzen. Cool. Dann kriegen wir sogar den. Das finde ich sogar gar nicht mal so unpraktisch. Meisterin. Ist das so etwas? Auch? Tatsächlich hat jeder. Oho. Na gut, jetzt ist es zu spät, glaube ich, mittlerweile. Expedition ist zurück. Insel Noct und dir. Aber uns fehlt hier noch definitiv der Schatz. どうした?何を泣いてるんだ?泣いてなどいません。そうか。そうかって、それだけですか?なんだよ。お前、やっぱり泣いてるんじゃないか。 あなたとシグレ様は兄弟なのに。ああ、そのことか。別に泣くような話じゃないだろ。どうしてそんな平気な顔で言うんですか?どうせゴーマだからって言うんでしょうけど。質問しといて自分で答えを言うやつがあるかよ。やっぱりゴーマだからと言うんですね。いや、その答えは不正解だ。ゴーマだからじゃない。 悲しまないのは俺たちが剣士だからだ。え?互いに本気で斬り合う時のあの研ぎ澄まされた心を刺すような感覚。あいつに勝ちたいのに永遠に斬り合っていたい。そういうたまらない感じがあったんだ。シグレとの斬り合いにはな。シグレ様も楽しそうでしたよね。少しわかるような気がします。 理解はできませんけど。それでいい。理解したら俺たちみたいになっちまうからな。そうですね。次はいつあんな斬り合いができるんだろうな。心配いりませんよ。ん?あなたがシグレ様にしたように、今度はあなたを倒すために技を磨く剣士がきっと現れます。ああ、そうだな。<笑> お前のその前向きさ、しぐれみたいだな。なんか、急に夜桜あんみつが食いたくなってきたぜ。夜桜あんみつ? ご先祖様の国の甘味でな、しぐれの好物だったんだ。へえ。どのようなものかは知りません、食べてみたいです。よし、全部終わったら食いに連れてってやる。楽しみにしています。そのためには、 この戦いに勝って生きて帰れよ。六郎こそ約束ですよ。夜桜あんみつ。Neues Rezept. 六郎、最後に何か言ってたよね。しぐれにか。うん。僕が聞いていいことじゃないかもしれないけど。別に構わない。ただの昔話だ。しぐれが主家に謀反を企てたって話な。 あれは嘘なんだ。俺が嘘の密告をした。なんで?上位打ちの大義名分を手に入れるためにさ。ゴーラン、シグレの名、当主の地位。昔の俺はそんなものが欲しかったんだよ。後悔してるの?まさか。 シグレにも気づかれてたしな。それより、あの時なんでシグレに勝てると思ってたのかがわからん。あの人、強かったね。当然だ。最強剣士の一族、ランゲス家の当主だからな。六郎は後を継ぐの?いや、
俺はゴーマだしな。それに兄貴に勝てればそれだけでよかったんだ。俺は。うん。ここに残ってると多分巻き込むわよ。危なくなったら逃げるわ。でももう少しだけここにいさせて。しぐれには意志を解放してもらった恩もあるし、何よりこの人案外寂しがり屋だったから。そうなのか。知らないのね、兄弟なのに。ずっと剣の修行ばかりだったからな。俺もしぐれも。ごめんなさい、皮肉じゃないのよ。思う様に生きて死ぬ、きっとそれでいいのよ。私は嫌いじゃないもの、そういう人間が。そうか。変わった精霊ね、あんたも。どういたしまして。 So es war jetzt extra so ein bisschen länger der Part, weil ich episch und ja, keine Ahnung, war abzusehen, dass es länger dauern wird, aber das war es mir wert. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dorthin. Tschüdelü.